Ja, wir sind auf Chalkidiki. Diese drei Finger von Griechenland. Der erste Finger ist Kassandra, der zweite Finger ist Sidonia und der dritte Finger, den eigentlich auch nur Männer besuchen dürfen, ist Athos. Ich blende euch da immer mal wieder eine Karte ein, damit man das so ungefähr nachvollziehen kann, wo wir uns da so in etwa befinden. Ja, heute Morgen geht's zum zweiten Finger auf Sidonia zum Orange Beach. Also wenn man so auf Google Earth schaut, soll es da richtig toll aussehen. Felsig, sandig, also eine schöne Mischung, super zum Schnorcheln bestimmt. Dann kriege ich dann da vielleicht auch mal so ein paar schöne Unterwasserbilder zustande. Also schauen wir uns an und wir machen uns auf den Weg. Bis später. Also jetzt sind wir hier an diesem Crocodile Stone Beach auf Sidonia, also dem zweiten Finger. Ich blende das nochmal wieder auf der Karte ein und hier ist einfach nur traumhaft. Wie ihr seht, keine Menschenseele hier am Strand, ganz alleine. Also Crocodile Stone Beach auf Sidonia, klasse, top. Ja, also der Crocodile Beach hier auf Sidonia, was soll ich da sagen? Traumhaft. Super gelegen. Ich weiß nicht, ob man das als Geheimtipp noch bezeichnen kann. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil es einfach noch vor der Saison ist. Ja, also wir haben jetzt Ende Mai. Aber astrein, also wenn ihr gesehen habt auf den Bildern oder auf den Ausschnitten, wir sind ja absolut alleine in dieser kleinen Bucht. Super klares Meer, klares Wasser, aber richtig toll zum Schnorcheln. Also Crocodile Beach auf Sidonia, eine klare Weiterempfehlung von mir. Also ich werde mal sehen, ob ich das hinkriege, dass ich die einzelnen Beaches vielleicht mit irgendwie mit Koordinaten oder so, dass ich das unten in der Videobeschreibung nochmal verlinke. Und dieser Strand hier ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
So, jetzt schauen wir mal. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Orange Beach hier auf Sitonia. Ja, dann schauen wir uns den Strand mal an. Ja, läuft mitten auf der Straße mal eben der Hund. Ich weiß nicht, ob man den jetzt gerade noch gesehen hat. Ich hatte jetzt noch mal versucht, die Kamera anzuschmeißen, noch mal schnell den Hund da abzufilmen. Aber unglaublich, da muss er echt aufpassen hier. Also mit Sicherheit gibt es hier auch unzählige Strände, ja, die hier auch mit Sicherheit, der eine oder andere ist mit Sicherheit auch immer super schön. Ja, alle kann man natürlich nicht abfahren. Und wir haben jetzt 3, 4 rausgesucht, die wir dann so abfahren wollten in unserem Urlaub. Wir wollen ja schließlich nicht nur im Auto sitzen. Und ja, jetzt auf dem Weg zum Orange Beach auf Sitonia. Schauen wir uns den mal an. Aber es gibt halt immer wieder hier von dieser Hauptstraße abgehend nach links oder auch nach rechts abgehend so Schilder halt mit den Hinweisschildern Beach. Jetzt sind wir hier am Orange Beach und hier sieht man schon, ja, wir sind doch nicht allein hier auf Chalkidiki. Also das ist schon, der Strand ist schon, ich würde es als überlaufen betiteln. Ja, es ist jetzt nicht so super voll, aber wie gesagt, es ist noch vor der Saison. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Hauptsaison richtig schön voll ist.